Wir reagieren heute auf Shots. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir gehen direkt rein. Ich hatte schon mal eine DM vorgelesen, Dinge, die unmännlich sind. Ja, ich weiß noch. Aber ich habe jetzt auch was bekommen, was unweiblich ist. Oha! Dinge, ich glaube, ich kenne das schon. Sind. YouTuber abonnieren. In Aktien investieren. Sprudelwasser trinken. Döner komplett aufessen. Wer kennt's nicht? Als Girl, wenn man Döner ganz komplett auf ist, ist unweiblich. Und einen männlichen Arzt haben. Ist das dumm. Die Mauer soll noch höher. Ich will, dass keiner reingucken kann. Da müssten wir eine Genehmigung einholen. Warum denn? Da gibt es Richtlinien. Man darf nicht einfach drauf aufbauen. Oh Mann, nur 3 Meter hoch. Das geht nicht. 1,8 Meter sind erlaubt. Aber sie haben ja bereits 2 Meter. Scheiß auf Genehmigung. Ich erhöhe das einfach um 1 Meter. Nein, ja. Schon bei 2 Meter muss der Nachbar es genehmigen. Ach, der muss es auch genehmigen. Der Nachbar? Ja, ist ja auch seine Mauer. Oh Mann. Okay, aber ein Stacheldraht. Wäre das erlaubt? Sie sind verrückt. Die Mauer muss weg. Ich will eine Abkürzung zu Michi Schuppen. Müssen wir mit ihm abklären. Quatsch, das wird eine Überraschung. Lass direkt anfangen, weil er hat um 17 Uhr Feierabend. Glaub mir, er wird sich freuen. Ja, aber so ein schönes Mauerwerk einfach abreißen und ohne ihn zu fragen? Ich weiß nicht. Guck mal, wir werden auch nicht jünger, ja? Und manchmal hat der Michi keinen Bock, aus rumzulaufen und klettert über die Mauer. Und wir erleichtern das Ganze. Okay, wir ziehen das durch, aber das nimmst du auf deine Kappe. Ja, alles gut, komm, weg damit. Was ist denn hier los? Überraschung. Wo ist die Mauer hin? Ich hab's dir gesagt, das wird ihm nicht gefallen. Jetzt können wir einfach durchmarschieren. Wie geil ist das denn? Okay. Aber jetzt habt ihr ein gemeinsames Grundstück. Mein Grundstück ist sein Grundstück. Und mein Grundstück ist sein Grundstück. Okay, freut mich für euch. Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Mein Gott, GTA 6 sieht... Okay, wir haben's, wir sind wieder drin. Sowas von gut aus. Ah, mein Junge. Was ist das? Ü30 Gamer nach dem GTA 6 Trailer. Der Trailer zum neuen GTA 6 ist rausgekommen. Ah ja, GTA 5. Den Trailer haben wir zu meiner Zeit damals auch schon gefühlt. Nein, Opa, der GTA 6 Trailer, nicht 5. Was? Der GTA 6 Trailer, nicht 5. Das kann doch nicht möglich sein. Doch. Ich muss telefonieren. Ah, wie geht denn das hier? Ah. Hallo? Das ist Lukas. Die Fernbedienung. Ich glaube, es ist Zeit. Zeit für was? Wovon redest du? Es gibt endlich einen Trailer für GTA 6, mein Freund. Nein. Oh, doch. Oh mein Gott, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Und das Spiel soll 2025 endlich erscheinen. 2025? Wir müssen uns besser ernähren, mein Lieber, damit wir bis dahin noch durchhalten. Oh. Oh Mann. Als ich letztens im Büro saß, ist Pedram reingekommen. Lamborghini Aventador gekauft. Und haben wir. Als ich keine richtige Antwort bekommen habe, dachte ich, okay, heute ist der Tag gekommen, wo meine Organe verkauft werden. Und als ich dann wie so ein Kind im Auto gewartet habe, das auf seine Eltern wartet, ist einfach dieser Aventador gespawnt. Als ich das Kennzeichen gesehen habe, dachte ich mir, nein. Klar, er kauft sich einfach spontan Lamborghini Aventador. Hat sich ernsthaft den Aventador geholt, den wir letztens Probe gefahren sind. Konnte es einfach nicht aushalten, weil der Revuelto erst nächstes Jahr kommt und dachte, er braucht das Altmobil jetzt sofort. Als wir dann aber in der Garage waren, ist uns aufgefallen, dass die Farbe uns nicht so passt. Und deswegen hat den Pedram zur Folierung zurückgegeben. Und dann meinte ich direkt, dass wir nochmal so eine Tour machen. Nein, 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 nein. So eine Tour. Warum wird das gerade so laut? Oha! Das ist echt das Batmobil jetzt auf einmal. Holy shit! Würden Sie das Batpod nehmen, Sir? Digga, das sind so kranke Autos überall. Am helllichten Tag, Alfred? Nicht sehr dezent. Den Lamborghini also. Als ich letztens... Zu viel Geld. Zu viel Geld. Meine Eltern wussten ja nicht, dass ich TikTok mache. Wie ich meinen Eltern über TikTok erzählt habe. Bis ich 1,5 Millionen Follower hatte und ich hatte euch ja versprochen gehabt, euch zu erzählen, wie das genau nochmal war, als ich denen dann erzählt habe. Und der einzige Grund, warum das Ganze so lange funktioniert hat, war halt, weil meine Eltern sehr viel gearbeitet haben, fast nie zu Hause waren und die hatten auch gar keinen Plan, was Social Media überhaupt ist. Und der Grund, weshalb ich irgendwann dachte, boah, ich muss es mal meinen Eltern erzählen, ist, dass ich in ein Management wollte und ich habe halt deren Unterschrift gebraucht, weil ich erst 17 war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Angst ich davor hatte, es meinen Eltern zu erzählen, weil ich halt damit auch riskiert hätte, dass die sagen, ich muss davon direkt aufhören. Ich weiß gar nicht, warum ich so negativ von meinen Eltern gedacht habe, dass sie mir das direkt verbieten würden. Auf jeden Fall ist meine Schwester extra gekommen und ich habe das halt so geplant, dass ich das beim Abendessen rede. Und ich habe dann so angefangen, meine Hand hat so gezittert die ganze Zeit. Ich meinte so, ja, Mama, Papa, ich würde euch gerne was erzählen und habe ich halt angefangen von TikTok zu erzählen, dass ich das schon länger mache und dass ich halt gerne in ein Management würde. Und das Lustige war, ich wette, meine Eltern haben mir das Ganze nur erlaubt, weil die halt nicht gecheckt haben, was ich damit meine. Die dachten einfach, ich will in so eine AG. Ich habe denen wirklich versucht zu erklären, dass ich das Ganze ernst nehmen möchte, dass man da wirklich Geld verdienen kann. Meine Eltern... Das war das Käse. Das war ja so Käse gerade, ne?
Stopp. Stadt. Wenn man Stadt, Land, Fluss mit H spielt. Stadt? Oder? Habe ich Hamburg. Hannover. Hauptstadt von Vietnam. Hauptstadt von Vietnam. Ja, fängt mit H an. Ja, aber das zählt nicht. Hä? Ja, dann könnte ich ja auch einfach Hauptstadt von Deutschland schreiben. Nee, das fängt ja mit B an. Was? Hanoi, Hauptstadt von Vietnam. Sag's doch gleich. Land habe ich Holland. Honduras. Holland. Das ist auf gar keinen Fall richtig. Es ist die Niederlande, nicht Holland. Also ganz viele Menschen müssen jetzt auch nicht nehmen. Das ist dasselbe. Bei Fluss habe ich nichts. Wir haben gesagt, es zählt auch Gewässer. Deswegen habe ich Hallenbad. Was? Nein. Doch. Ein Tier? Hase. Hammel. Das ist ich war nicht so, Mann. Ich hätte Hurensohn gesagt. Nee, ist kastriertes Schaf. Ja, genau. Und bei Beruf hast du wahrscheinlich Hammelzüchter, oder? Nee, Hammel kann man doch nicht züchten. Ich habe Hasenzüchter. Mhm. Und du? Ich hab dein Beruf. Maler fängt aber mit M an. Nein, ich mein H, wie Hurensohn. Holland ist eine Ortschaft in der Niederlande. Oh, wusste ich. Willst du mal Riss bewerten? Oh, den hatte ich letztens schon mal. Der hat so einen kranken Riss gehabt. Holy shit. Okay. Mach Riss. Und, warte. Ja, das war gut. Scheiße. Willst du mal Riss bewerten? Ja, der Jumpscare, der kommt einfach nie. Der kommt einfach nicht. Oh, den Sonntag. Wenn Eltern sich zum... drauf, ja. Nee, das ist ja mal voll Boomer-Humor hier. Nee. Die NFL schmeißt... Kevin. Papa Platte raus? Papa Platte besuchte in London ein NFL-Spiel und gönnte sich dabei ein wenig Bier. Nur leider ist das im Medienbereich des Stadions überhaupt nicht gern gesehen, weshalb er nach einer initialen Warnung gebeten wurde, den Bereich zu verlassen. Irgendwie eine hohe Person von der NFL hat gesehen, dass wir Bier trinken in der Media-Section, okay? Die meinten dann halt die Security unten, wir sollen halt diesen Media-Bereich verlassen. Jetzt kamen wir hier oben an, wir sind jetzt gerade auf dieser Ebene. Wir sehen so Fernsehstudios, die das bewachen. Der Typ meinte so, wir sollen das komplette Stadion verlassen, Bro. Die wollten uns da komplett rausschmeißen. Was? Bro, die wollten uns einfach kriegen. Saßen mit dem Ding hier, okay? Saßen wir in der Media Section. Es gab so viele Gründe, um es rauszuwerfen. Wir sind wegen den Dosenbier raus, Digga. Das Ganze. Digga, was? Wie ging dumm. Aber glücklicherweise noch einmal gut aus. Und er durfte das Stadion wieder betreten. Übertrieben reagiert oder komplett nachvollziehbar? Übertrieben reagiert? Wer würde eher mit Ryan und Flo ein Kind schubsen? Sing or swim. Das sexy, ich hab dich zum Fressen. So scharf wie Rasierkling. Willst du mich zum Explodieren bringen? Solide. Lass uns Schrappen, Schubs, Stimmen, aber Baby. Ich bin gut. Unserem Hochhaus zur Miete. Schau's auf. Graue Wände, ich hab Holz vor der Hütte. Ich kenne legit keine deutschen Lieder wirklich, ne? Oh, Mann. Bauern. Oh, Scheiße. Ey! Das war's schon! Hä? Was drückt ihr auf der Bank? Nummer 1. 70 Kilo. Nummer 2. Aha. 95. Nummer 3. 60. Nummer 4. 120 Kilo. Einmal. Nummer 5. 100. Mhm. Oha. Nummer 6. Ich mache eigentlich auch keinen. Bin eher so Calisthenics und Krafttraining. Ah, okay. Mhm. Was drückt ihr auf... Was ist das für Shorts heute? Was ist das denn? Diese nichtssagend. Nichtssagend. Was hilfst du? Hä? Wie Käse sind die? Wir sehen uns dann in der Pause und spielen mit unseren Schüler früher, Sechstklässler. Ey, pass mal. Schüler früher, Oberstufenschüler. Ey, tut mir leid, aber bitte schlag mich nicht, okay? Dann gib mir jetzt dein Pausengeld, Kleiner. Einmal die Kopfbedeckung bitte abnehmen, ne? Guten Morgen, liebe Klasse. Guten Morgen. Ja, ich sag's dir, wie es ist. Das erinnert mich an meine Zeit, okay? Morgen, Herr Hurenbock. So lob ich mir das, ne? Ja, Selemi, wir Schüler heute. Auf der Schultoilette und probieren neuen Weltgeschmack. Hey, pass mal auf. Sag, pass du mal besser auf, bevor ich dir eine Bombe gebe. Im Schulflur wird nicht gerannt. Keine Kopfbedeckung im Schulgebäude, ne? Macht ja jeder, was er will, ne? Ich bin euer Vertretungslehrer, Herr Hurenbock. Junge, halt mal deine Schnauze. Nein, das ist... Okay, eine Frage. Ist das heutzutage so? Ist das heutzutage so? Niemals. Das glaube ich, das will ich nicht glauben. Ihr schreibt ja? Und nein.
Ich sehe gemixte Meinungen. Was habe ich da gerade gehört? Dein Name kommt schon mal ins Klassenbuch, nicht? Mein Name steht schon drin. Ja gut, dann rufen wir halt deine Eltern an. Hier ist die Nummer. So, dann rufe ich die mal an, ne? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Jo, jo. Aber nicht die richtige. Ja, dann hole ich mal den Direktor, ne? Der ist schon da. Dann rufe ich halt die Polizei. Habe ich schon angerufen. Ich könnte... Vorbereitete Schüler heutzutage. Wir sehen uns dann in der Pause und spielen... Krass. Welche Musikrichtung hört ihr? Und nee, hatten wir gerade. Wir hatten gerade eben schon mal von Zedo, hatten wir eben gerade was. Das war ja komplett random. Deswegen wird das auch wieder kacke sein. Das Werbung. Heute ist der krasseste Tag meines Lebens. Ah, Shirley. Ich treffe Cristiano Ronaldo. Bin gespannt. Cristiano Ronaldo. Aber bevor ich ihn treffe, wollte ich seine Tagesroutine machen. Das bedeutet, um 6 Uhr morgens klingelt der Wecker und dann geht's auch schon los zum Fitness. 6 Uhr morgens? Guten Morgen. Ronaldo macht 2 Stunden Cardio. Das heißt jetzt erstmal 2 Stunden fettes Workout. Das habe ich natürlich gemacht. Den klassischen Jubel musste ich natürlich auch üben. Hab sogar Zuschauer. Nach 2 Stunden Cardio gibt's wieder einen Nap. Schlaf ist für ihn sehr wichtig, aber um 9.30 Uhr ging's weiter. Nächster Step. Hä, er steht um 6 Uhr auf, macht Sport und geht dann wieder schlafen? Viel Proteine. Für die anderen war's viel zu früh. Tschüss. Breakfast vorbei, jetzt gibt's 2 Stunden Workout. Inzwischen war's 10.30 Uhr, die anderen waren auch schon wach. Und Younes hat dann meinen Trainer gespielt und dann ging es auch schon los ins Stadion. Dieser Platz wird so mit Liebe behandelt, dass die den mit Nagelscheren schneiden. Hä? Dann haben wir Fotos mit Pekli gemacht. Ich glaub, der Kameramann war besoffen. Und dann kam der Moment. Und wann kommt jetzt Ronaldo? Digga, Ronaldo spielt nicht hier. Ja, war wohl ein Missverständnis. Cristiano kam nämlich gar nicht. Egal, wenn wir schon mal hier sind, einfach umziehen und Fußball spielen. Hey! Geträumt! Entschuldigung hat mich FC Barcelona dann in der Story erwähnt. Die anderen haben sie nicht erwähnt, weil die hatten keine Schuhe an. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Und deshalb habe ich meine Wut am Kameramann ausgelassen. He fucked up. Egal. Heute ist der krass. Jetzt konnte man nicht mal den Schuss ganz sehen. Ich habe einen Spieler, Nummer 4. Spiel geht los, er zieht mich am Trikot. Er zieht mich, er quatscht mich voll. Er nervt mich, er sagt, wie schlecht du bist, wie langsam du bist, wie dies du bist. Auf einmal denke ich mir, okay, Digga, ich werde dich jetzt auseinandernehmen. Fußball. Ich lieb's. Dieses toxische Miteinander. Ist doch cool. 3, 2, 1, los. Damit ich weiß, wieso mein Herz zerbricht. Na, na, na. Und die Kälte kommt von draußen, doch spür Flammen in meinem Herz. Und ich geb dir meine Liebe, doch für dich war sie nichts wert. Baby, ich habe dich geliebt, ja, Baby, ich liebe dich so sehr. Doch du hast mein Herz geklaut und jetzt ertränkst du es im Meer. Ja. Wie Alter, war aber geil. Das 3. Das war voll strong. Der gute alte Stegi. Ich hab dieses... Welches Bubble Tea aus Eis? Ich hab auf meiner For You gesehen, das ist Bubble Tea aus Eiscreme. Wir brauchen Eis. Nein. Ich sehe aus wie russische Oma. Ah, meine Eiscreme. Oh. Das Eis kommt jetzt in eine Pfanne. Ja. Yeah. Oder fast daneben. Mein Lieblings-Eis ist Ben & Jerry. Ben & Jerry's, falls ihr das seht. Ja, Ben & Jerry's Cookie Dough ist das Beste. Sponsert. Das Eis schmelzt. 100 Gramm Speisestärke. Sieht lecker aus. So lange kneten, bis es aussieht wie Kaugummi. Jetzt so Kugeln machen. Ich habe halt geträumt, dass ich einen Heiratsantrag vor dem Eiffelturm in Paris bekommen habe. Ich habe Nein gesagt. Der Antrag kam von einem Baguette. Ich wollte das nicht. Die Boba-Pferde sind fertig. Die muss man jetzt in heißem Wasser kochen, dann ist der Bubble Tea fertig. Erinnert mich, die in 10 Minuten zu kochen. Speichert euch dieses Video, macht euch selber Bubble Tea. Oh, Baguette. Warum? Warum ist dieses Ding da, dass Short-YouTuber nie ihre Shorts zu Ende bringen und irgendwie bei der Hälfte sagen, folgt mir für mehr oder so? Das ist voll nervig. Ich habe mich letzte Nacht mit einem Nachtsichtgerät aufgenommen, weil ich schlafwandel und ich mich sehr viel bewege. Und deswegen schauen wir uns gemeinsam an, was ich aufgenommen habe. Okay. Wie echt ist das? Wird es echt sein oder wird es fake sein? Dann schlafe ich ganz normal. Ja, wahrscheinlich! Ich kann mich nicht daran erinnern, das bin nicht ich! Wahrscheinlich! Mir gefällt's. Oh ja, das bin ich. Yo! Yo! What do you mean? Dämon besessen? Hallo? Hallo? Lebt hier irgendwo so ein sexy Dämon? Bro! Hä, was ist mit ihm? Ich glaube, das ist genug Internet für heute. Ich habe... Also warte mal, ich mach das Like wieder weg, okay? Versteht mich nicht falsch. Endlich zocken wir mal wieder. Ich habe mich letzte... Endlich zocken wir mal wieder. Ich hab richtig Bock, ist so. Einfach in Ruhe zocken. Nein, nicht zocken. Schon wieder Shirley. Schenke Lifehack.
Ho, ho, ho. Wow. Merry Christmas. Ich habe das auf meiner For You-Page gesehen. Ich habe eine 35-Euro-Kerze und sie brennt nicht mehr. Und deshalb machen wir aus etwas Altem etwas Neues. Oh. Das tun wir jetzt erstmal in die Mikrowelle. Ich hoffe, das explodiert nicht. Wir machen eine andere Taktik. Wir versuchen das jetzt einfach im Wasser. Was lernen wir draus? Nicht alles nachmachen, was ihr auf TikTok seht. Ja, also korrekt. Nicht in die Mikrowelle tun. Aber wir sind lieber Shorts. Mann, ich hab dir einen langen Brief. Ah, und Melissa hat mir gerade geschrieben, ich soll nächstes Mal doch einfach die Kommentare lesen. Okay, das ist jetzt flüssig. Kommt jetzt hier rein. Ganz wichtig ist der Docht. Das Ding ist gerade explodiert. Da ist aber leider noch was drin. Ich muss da jetzt ein Docht rausholen. Dafür nehme ich Stäbchen. Kippen wir das da einfach rein. Und das lassen wir jetzt abkühlen. In die WhatsApp-Gruppe habe ich die Explosion natürlich schon früher gepostet. Draußen hat es ja minus 40 Grad, deswegen habe ich sie einfach rausgestellt. Aha. Tada, eine richtig hässliche Kerze. Fast die ganze Wohnung in die Luft gejagt wegen dieser halben Kackkerze. Ja, I guess. So, der Papa und ich, wir gehen... Wenn meine Mutter mein Handy versteckt hat. Ich kurz in die Stadt. Okay, bekomme ich denn mein Handy wieder? Nee, dein Handy bekommst du wieder, wenn wir wieder da sind und du fertig mit dem Lernen bist. Mann, ey, das ist so unnötig, wirklich. Tja, selbst schuld, wenn man so schlechte Noten schreibt. Zum Glück kenne ich die Verstecke von meiner Mutter. Entweder in der Mikrowelle, da war das letzte Mal drin. Ist es nicht, Bruder? Als ob man ein Handy in die Mikrowelle packt, um es da zu verstecken. Macht richtig ernst, sie hat sich richtig Mühe gegeben. Auch nicht in der Waschmaschine. Das heißt, och nee, da will ich eigentlich nicht dran. Wahrscheinlich versteckt deine Mom die bei den BHs, Bro. Hä? Bei ihren Schlüppis, ich wusste es. Puh, okay, I guess. Kannst du in ein Land fliegen, vor dem du Angst hast? Eigentlich klingt das nach keiner guten Idee, aber es gibt eins, wo ich wirklich schon immer mal hin wollte. Wo geht er? Warte, wo geht er hin? Wo geht er? Wo könnte man Angst haben? I don't know. Wieso nicht? Also habe ich meine Sachen... Nordkorea. Nordkorea, da würde ich nicht hinwollen. Australien, auch gut. ...gepackt und bin zurück zum Flughafen. Und dieses Mal war ich richtig aufgeregt, denn... ...flieg heute das erste Mal Business. Nordkorea kommt da nicht mehr zurück. ...habe ich dann gefrühstückt, bevor es dann in den Flieger ging und die 19-Stunden-Reise kann starten. Ich hatte immer noch etwas Angst, aber war auch so aufgeregt, weil ich Yo, das erste Business? Mal Business fliege. Und so ziemlich alles gegessen habe, was es gab und alles angeschaut habe, was es gab. Erster Stopp war Singapur, wo ich dann umgestiegen bin. 4 Stunden bis zum Ziel. Ich muss sagen, ich wurde auch richtig müde. Deswegen war ich glücklich anzukommen. In einem Land, vor dem ich wirklich Angst habe. Aber die nächsten 2 Wochen hier verbringen werde. Ich bin in Darwin, Australien und hier. Australien! Ich bin schon immer mal hin. Und ohne Witz, ich habe echt Angst vor den ganzen wilden Tieren. Glaube ich dir. Die Spinnen sind größer als wir da, hä? 3, 2, 1, go. Okay, fingers in. Okay, seatbelt comes off. There we go. Loop in. Okay, now with my other hand, I'm gonna kick the seat back and I'm gonna open the seat. I'm gonna open the door, okay? 3, 2, 1. Digga, das wird sowas von nicht in echt passieren. All the way down, I'm out, and I can escape freely, okay? Oh my god! Okay, 2 fingers, okay. And then what was next? Sit down, open the door, okay. Just 1 second. In the arms. Was war's mit ihm? Wir würden den Fuß dann jetzt einmal röntgen, ja? Röntgen ist nicht schädlich, auch okay, die Arzthelferin. Aber ist das nicht irgendwie schädlich, die Strahlen und so? Nehmen Sie hier ein Stück Pappe für auf die Eier. Das ist völlig harmlos, okay? Gut, danke. Immer so. Gar nicht so schlimm, oder? Wäre jetzt witzig gewesen, hätte er irgendwie so ein Edit gemacht, wo die Person einfach noch 3 Beine oder so jetzt hat. Wisst ihr? Das wäre voll geil gewesen. Ja. Wenn man spontan als Freund einfach. Mein Ex-Freund ist da vorne. Kannst du gerade einfach mal so tun, als wärst du mein Freund, dann wirklich nicht so verzweifelt? Ah, ich bin voll schlecht in sowas. Safe, da vorne ich noch eine Runde. Ja, safe. Bitte mach's einfach. Hey, Sarah, krass, du auch hier in der Bar. Ja, ist echt ein lustiger Zufall. Ja, ich bin mit meinem Freund hier. Hallo. Hi, woher kennt ihr beiden euch? Von Instagram, ich hab sie angeschrieben. Okay, cool. Und wie lange läuft das schon? Schon länger, ich würde sagen so 6 Monate oder so. Sarah, wir waren letzten Monat doch noch zusammen. Ja, Ja, du meintest damals zu mir, du wärst Single. Ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, da stimmt was nicht. Ja, ich hatte genau dasselbe Gefühl. Ich hab mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Okay, jetzt muss ich das mal kurz aufklären. Ey, komm, Bruder, weißt du was? Tut mir leid, lass uns mal ein Bier trinken, okay? Echt so, ey. Hä, hey,
jetzt sind die beste Freunde auf einmal. Ich mach Schluss. Komm. Hä? Hab's genommen. Okay, warte, Georgia ist immer gut. Na, Georgia, komm. Ich hatte noch nie guten Sex. Okay, das ist zu komplex für mein Gehirn gerade. Nein. Kommentare deaktiviert, keine Likes. Und da steht OF am Anfang. OF-Schiff für OnlyFans. $4. Ich bin hier gerade live. Ich will nicht gebannt werden. Ich mache hier gar nichts. Deswegen gucke ich ganz kurz fullcammern. Ich teste nur kurz. Ich will nur wissen, was passiert. Ja, nee. Da war gar nichts. Leute, vertraut mir. Da war nichts. Da war nichts zu sehen. Ach, ja? Schon wieder. Ja. Willst du das? Ja, nee. Kann ich nochmal Riss haben? Ja, okay. Mit dem Lied beenden wir das Video. Leute, das war's. Lasst gerne noch ein Abo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.